Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Jetzt sind wir kurz vor Weihnachten, jetzt habe ich gedacht, ich mache nochmal eine Vorspeise. Eine Entenbrust auf Baby Leaf Salat, also kleine Salate. Dazu haben wir zwei Entenbrüste jetzt mal hier. Achtung, die hat 350 Gramm. Zu 98% ist die weiblich. Wenn sie mehr wie 350 Gramm hat, ist sie wahrscheinlich männlich. Ja? Riesenunterschied. Die männlich werden zärter. Okay? Gut. Nur zur Info. Die habe ich jetzt mal. Die schneide ich jetzt mal ein. Schön gleichmäßig. Natürlich scharfes Messer ist ein Vorteil. Nicht so tief. Auch wenn es manchmal nur angeritzt ist, macht nichts. Also nicht bis zum Fleisch runter. So, das war's. An der Seite. Und natürlich ein paar Rauten drauf. Jetzt, da ist auch die Haut nicht so dick, ja? Ihr seht es ja. Gut. Das Ganze würzen wir jetzt mal mit dem Spicy Country Rub, weil wir auch mit Orangen arbeiten. Denke ich, ja, Spicy Country Rub, Florida, da kommen die Orangen her. Spicy Country Rub ist im Country, ja, ganz klar müssen wir den nehmen. Ja? Da auf der Oberseite, da geben wir jetzt gar nicht so viel drauf. Nur ein bisschen, dass das ganz leicht einzieht. Das drücken wir ein wenig fest mit den Händen, seht ihr ja. Schwarze Handschuhe hasse ich, darum habe ich sie nicht. So, braucht man natürlich ein wenig Handtüchle. Wo ist es? Hier. Und dann geben wir die Unterseite, die machen wir etwas mehr. Ist ja leicht Zucker drin in dem Spicy Country Rub, ist ja klar. Ja? Da passen natürlich die Orangen dazu. Geben wir da, drücken wir das, jetzt drücken wir es halt mit dem Messer fest, okay? Schön wäre es, wenn es natürlich ein bisschen länger einmariniert, aber das kann ich euch natürlich im Video immer nicht zeigen, ja? Und vorher wollte ich es nicht einmarinieren. Dann kommt der Hauch Olivenöl drauf. Perfekt. Das drehen wir jetzt. Das schön kurz einziehen da. Auch die Hautseite kurz leicht anölen, das reicht schon. Wenn man kurz so drüber zieht, sehr gut. Läppchen wieder. Dann habe ich mein Sobby, ich habe ein Signet. 390, bisschen mehr wie 250, können wir noch ein bisschen mehr Gas geben. Der eine Brenner war leider aus, aber das macht nichts. Da habe ich eine Plancha drauf. Da geben wir leicht Olivenöl jetzt drauf. Mit dem Pinsel schön verteilen. Und jetzt machen wir als allererstes unsere Hautseite. Die lassen wir jetzt ein bisschen aus. Wie sagt man? Die lassen wir ein bisschen aus, ja? Und danach können wir immer noch den Grillgeschmack ranbringen. Aber jetzt lassen wir auf jeden Fall erstmal die auf der Hautseite kurz anbrutzeln. Ich habe es jetzt gar nicht so heiß gemacht, weil sonst das Gewürz verbrennen würde, ja? Das wollen wir nicht. Drum low, low and slow. Gut. Machen wir mal zu. Und so eineinhalb Minuten dürften reichen, ja? Mmh. Schaut super aus. Herrlich. Kann man mit der Zange ein wenig nachrücken. Sag ich immer. Ein bisschen Fett runter. Jetzt hier ein bisschen Olivenöl. Perfekt. Aufpassen, dass nichts runter tropft. Wer keine Plansche hat, kann natürlich eine Pfanne auch draufstehen. Das geht genauso. Und ja. Ansonsten warten wir jetzt wirklich, dass es ein bisschen angebräunt wird, dass die Haut leicht knusprig wird. Den können wir noch ein wenig höher drehen, weil wir gleich die Plancha wegnehmen. Und jetzt sehen wir schon, dass sich da hier stark sammelt, das Fett, weil natürlich auch viel rausbrät. Da müssen wir wirklich
aufpassen, dass es nicht hochflammt hier, wenn es raustropft. Ich sollte vielleicht einen Zewer holen. Das mache ich schnell, okay? Und dann bin ich gleich wieder da. So, Zewer ist hier. Das faltet man schön zusammen. Und legen es einfach da mal rein, dass ich das nicht vollsauge. Jetzt schauen wir mal nach den Brüstchen. Ah, noch leicht. Halt, falsch rum. Auch falsch rum. Reicht schon, schaut her. Jetzt haben wir da alles überflüssige Olivenöl weg. Beziehungsweise Entenmalz oder Fett. Das reicht jetzt dann schon. Schauen wir unsere Plansche, die tun wir gleich weg. Jetzt können wir einmal, wenn wir wollen, nur dass ein bisschen gefettet ist, und legen es auf den Grill. Rost mit meinem Handschuh werde ich jetzt die Grillplatte entfernen. Stellen wir darüber aus dem Bild, dass er ein wenig abkühlt. Und machen hier unser Branding drauf. Da hüben werden wir bereits schon ausmachen. Wir brauchen nur ein kleines Branding. Und dann legen wir hoch auf diese Seite, wo ich jetzt schon ausgeschaltet habe, dass der Grill langsam mit wenig Temperatur, wir haben jetzt hier 200, 180 noch, das zählt nicht ganz, weil der Grill ja offen ist. Da würde dann noch ein bisschen hochgehen. Machen wir ein schönes Branding rein und dann werden wir auf Kerntemperatur von 58 Grad hochziehen. Haben wir ein schönes Grillthermometer. Auge ist mit, ne? Branding muss sein. Ich hoffe, das wird was. Jawohl. Sehr gut. Oben können wir den Grillrost noch etwas reinigen. Ablagefläche. Dann legen wir es da hüben auf. Und ganz kurz gehen wir natürlich noch auf unsere Hautseite jetzt. Und lassen da noch kurz ein Branding rein zeichnen vom Signet. Ist ja klar, jetzt, wenn ich jetzt diese Plansche nicht genommen hätte, wäre natürlich sehr viel Fett runtergetropft von der Haut. Die haben wir jetzt schon etwas reduziert, das Fett. Und dann würde es natürlich auch bei jedem Grill wahrscheinlich auch mal hochbrennen. Ne? Wirklich nur eine halbe Minute. Das reicht schon. So, unseren Grillthermometer haben wir hier. 12 Grad Außentemperatur haben wir. Aber ich glaube, das ist kälter, ne? Und solange die Brüste hochziehen, erkläre ich euch, wie ich den Salat mache. Auch was ganz Tolles. Super geiles Dressing. Träumle. Ja. So, das war's. Jetzt legen wir sie hoch. Da herüben. Ihr seht, die sind dicker geworden. Ja. Aber auch kleiner etwas. Die ziehen sich natürlich zusammen. Schön mittig stecken. Und was ich jetzt noch machen kann, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Jetzt tun wir noch Orangenscheiben abschneiden. Und grillen die ebenfalls an. So, den Deckel schließen wir. Und jetzt haben wir 150 Grad. Da gehen wir auf minimal, das reicht. Da hüben es aus, wo sie liegen. Und schauen, dass wir low and slow die Kerntemperatur erreichen. Die Scheiben, die werde ich zur Deko brauchen und auch einen Teil kann man davon essen. Okay, jetzt sage ich euch, wie ich den Salat gemacht habe. Eben dieser Baby Leaf Salat, ja. Kleine
Salat für Junge. Dann habe ich die Filets von der Zitrone, sage ich schon, von der Orange ausgelöst. Hier habe ich ein Orangen-Senf-Dressing mit Orange, etwas Essig, etwas Olivenöl, etwas Senf und Orangensaft und ein Salz, ganz leicht. Und ich habe ein bisschen Wild West Pfeffer rein. Ja? Und was man auch machen kann, man könnte jetzt auch noch von dem Country-Gewürz was rein tun, das machen wir aber jetzt nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal und warten, bis die Brust auf Kerntemperatur gezogen ist. Und dann werden wir anrichten und probieren. Bis dahin. Ungefähr 20, 22 Minuten sind um. Wir haben jetzt hier 59 Grad. Die Kolleglein holen wir mal runter. Ziehen unser Thermometer. Legen die einfach mal hier ab und lassen die ganz kurz abkühlen. Leicht. Hier, schaut her, sind die karamellisierten Orangen. Die brauchen wir zum Anrichten noch. In der Zwischenzeit könnten wir mal den Salat schon anrichten. Da tue ich die Orangenfilets drauf. Und das Dressing nochmal schütteln. Säuerliche, süße Note soll das haben. Jetzt mischen wir mal durch. Das duftet herrlich. Sehr gut. Und jetzt probieren wir mal den Anschnitt. Eigentlich müsste man noch ein wenig warten. Ne? So eine Sache. Schaut her, zart rosa. Probier. Super lecker. Ich würde das trotzdem noch ein wenig ziehen lassen. Legen wir mal daher. Machen das ein bisschen weg. Machen uns jetzt eine Spur mit Salat. Mit den, hilft mal mit den Orangen. Schaut das gut aus. Da hinten, da vorne noch was. So, jetzt schneiden wir die an. Kann man gut auch lauwarm servieren, kein Problem. Teilen die Brust schön auf dem Salat. Dann nehmen wir noch mal einen Zehrer. Vom Schneiden läuft natürlich der Saft noch etwas weg. Nehmen unsere karamellisierten Orangen. Die können wir noch da drauf legen, schön her. Ein bisschen von dem Wild West noch. Schaut das mal an. Da bist du ganz vorne am Start dabei als Vorspeis an Weihnachten, das sage ich euch. Ja? Schönes Gericht. Ich probiere jetzt noch mal den Salat. Nicht, dass er sagt, ich habe es ja nicht probiert. Das mache ich aber da draus. Mit einem Stück Entenbrust zusammen. Und hier. Butter. Muss noch essen. Butterzart. Muss ich jetzt kauen. Super geiles Hauptgericht oder Vorspeise. Schau ich das mal an. Ha, ein Träumle.
Die Gewürze könnt ihr bei mir kaufen. Ich werde es unten verlinken. Könnt ihr aber auch jedes andere Gewürz nehmen natürlich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler und schöne Weihnachten.